Wir freuen uns sehr auf ein Interview mit Michael Pan. Herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Dankeschön. Ja, du bist ja ein sehr vielbeschäftigter Synchronsprecher und man kennt dich aus vielen, vielen Rollen, aber ich würde mal zwei jetzt mal hervorheben. Das eine ist Data aus Star Trek, The Next Generation, und das andere, jetzt gerade zu Ende gegangen, Saul Goodman natürlich, Better Call Saul und Breaking Bad. Wir könnten ihnen die Füße verrenken. Verrenken? Das sind doch Skateboarder, nicht wahr? Damit ziehen die ihre Masche ab. Wenn sie nicht skaten können, treffen sie sie, wo sie empfindlich sind. Ich verrenke gar nichts, Bitch. Ich breche Ihnen die Arme und ich breche Ihnen die Beine. Was hat das mit den Armen zu tun? Lassen Sie uns. Ich schneide Ihnen die Beine ab. Das können wir zwar machen, aber wenn wir von Brechen reden, geht das, glaube ich, in die falsche Richtung. Das sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Rollen schon mal. Der eine spricht sehr roboterhaft, sehr sachlich, sehr nüchtern. Und der andere ist so ein Hyperaktiver, der sozusagen sich selbst überschlägt in dem, was er sagt. Welche Rolle ist dir denn näher? Das kann man so nicht sagen. Ich meine, ich bin ja Schauspieler geworden, um mich in die verschiedensten Rollen reinzuarbeiten und sowas. Und da ist es natürlich ein Geschenk, dass man auch beruflich eine solche Abwechslung hat, von einem Staatsanwalt bis zum Mörder, bis zum amerikanischen Präsidenten. Ich weiß nicht, was ich schon alles gesprochen habe. Ich habe halbierte Penisse gesprochen, ich habe Hinterteile von Schweinen gesprochen. Also was da alles dabei ist in einem langen Berufsleben, das ist schon erstaunlich. Dann frage ich mal so, was macht denn mehr Spaß oder was ist sozusagen schwieriger vielleicht? Nein, das kann man nicht sagen. Man muss sich das angucken und ich kann mich wie heute erinnern, als ich gecastet wurde für Data, habe ich mir den angesehen und habe gesagt, was macht den aus? Also und das ist ja sowieso für alle von unseren Kollegen sagen, je besser der Schauspieler, der Originalschauspieler ist, umso leichter macht er dir das. Weil du kannst dem folgen, du kannst dem hinterhersteigen und es macht schon sehr viel Freude. Und gerade diese Abwechslung, also dieser überkorrekte, mit der deutschen Sprache programmierte Android und dann Jimmy McGill, nicht wahr? Also das sind schon schöne Sachen. Also das ist das Schöne an dem Beruf. Ja. Weil du sagst, man arbeitet sich ja rein in die Figuren und die Charaktere. Wie ist es denn, wenn jetzt wie bei Data nach einer so langen Pause von 15 Jahren, wo man ja wahrscheinlich gar nicht mehr damit gerechnet hat, die Figur nochmal zu sprechen? Erstmal, wie hast du reagiert? Hast du dich gefreut, dass der nochmal wieder auftaucht? Und fällt es einem dann relativ leicht, schnell wieder in diese Figur reinzukommen, die man ja, mit der man vielleicht 15 Jahre nichts mehr zu tun hatte? Es ist problemlos. Es ist wirklich problemlos. Also es war, muss ich sagen, ein sehr emotionaler Moment. Auch alle um mich herum, also hatten ein kleines Tränchen im Auge. Also das war, weil es ist einfach eine Ära, ein Abschnitt und auch was mir hier begegnet an Fans und sowas. Und die sagen, oh, mit ihrer Stimme bin ich einfach groß geworden und ich habe sie immer noch im Ohr, ob als Anwalt oder als Data oder als Papagei, egal. Also, und das ist immer wieder das Schöne hier auf diesen Conventions oder Messen oder wie sagt man, Conventions. Man spürt fast Liebe von den Fans und das finde ich sehr berührend. Ja, es passt aber auch in beiden Fällen wirklich wunderbar, also bei Saul Goodman und Data meine ich jetzt. Saul Goodman ist ja auch so ein Ding, das war ja zunächst eine Nebenrolle in Breaking Bad. Was hast du denn da gesagt, als plötzlich es hieß, jetzt kriegt er noch eine ganze eigene Serie mit ihm als Hauptcharakter? Na, ich habe mich tierisch gefreut. Also weil der mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Ne? Also das ist, das war nicht Arbeit, das war Spaß. Also das hat, du bist wieder mit richtiger Freude zum Job gegangen und so. Das passiert ja leider immer weniger oder immer seltener. Ja, von diesen vielen Sachen, die du gemacht hast, was ist dir denn da in besonderer Erinnerung geblieben? Eine spezielle Rolle, wo du sagst, die hast du vielleicht nur einmal gesprochen oder die hättest du gern öfter gemacht oder hättest du dir mehr gewünscht zum Beispiel? Einen bestimmten Schauspieler vielleicht?
Ach, ich bin eigentlich zufrieden und sehr demütig, also weil ich habe so tolle Leute gesprochen. Und jetzt aktuell ist es in Only Murders in the Building. Das ist der Martin Short, den ich schon seit 30 Jahren, glaube ich, spreche. Vater der Braut oder ach, so viele Sachen. Oder Richard Kind, der also vom Namen vielleicht nicht so bekannt ist, aber vom Gesicht her kennt ihn jeder. Und das ist so eine Abwechslung. Also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für meinen Beruf. Martin Short ist ja auch so ein Fall, ne? Wahrscheinlich jetzt wieder groß rausgekommen, nachdem man lange Zeit so gar nichts von ihm gehört hat. Ich habe mir gerade die erste Staffel von Murders in the Building angeschaut. Sehr witzig, und ja, und es ist wirklich so, also muss ich auch sagen, deine Stimme, das ist die markanteste von allen dort in dieser Serie, sticht dann richtig heraus. Und ja, das ist eigentlich... Und selbst die entwickelt sich ja zu so einer gewissen Kultserie, habe ich das Gefühl. Also es ist, glaube ich, immer ein Glück, wenn man so einfach nur gute Schauspieler spricht. Aber die Aufmerksamkeit bekommt man ja, wenn man irgendwas hat, was zu einem Kult oder zu einem Genre gehört, wie Star Trek oder jetzt Better Call Saul und Breaking Bad, dass dann auf einmal wirklich die Fans auch noch auftauchen. Das passiert ja bei sag mal, Schauspielern, die nicht in diesem Bereich sind, eigentlich gar nicht. Ne? Ist ein großes Glück, würde ich sagen. Ja, also darum, also ich bin hier sehr emotional berührt, muss ich sagen, weil ich sehr viele persönliche Worte auch erfahre und so. Und das hat man natürlich im dunklen Synchronatelier, bist du weggeschlossen und immer mehr, weil wir jeder einzeln aufgenommen wird und der Regisseur ist meistens oder Regisseurin ist meistens irgendwo zu Hause und macht von zu Hause aus Regie und der Cutter oder die Cutterin sitzt auch zu Hause und also es ist so unpersönlich geworden, also es hat sich sehr zum Negativen verändert. Genau, jetzt hast du schon gesagt, du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Jetzt habe ich nämlich auch gehört, dass heutzutage alle allein aufnehmen und das war früher anders. Früher habt ihr teilweise noch zusammen euch gegenseitig auch vielleicht mit Gesten und solchen Sachen dann motiviert. Das macht ja den Beruf aus, ne? Also so haben wir es gelernt, sich die Bälle zuwerfen und das ist natürlich ganz was anderes, wenn du eine Partnerin oder einen Partner neben dir hast in einem Dialog. Und du hörst, wie sie es sagt oder wie er es sagt und kannst darauf genauso reagieren als Schauspieler. Du kannst zwar, du hast zwar eine sogenannte Ego-Taste, wo man die Voraufnahme hören kann, aber die ist ja oft noch nicht vorhanden. Also dann bist du der Erste, der diese Szene eröffnet und gibst also vor und hoffst darauf, dass deine Partnerin, dein Partner genauso reagiert, wie du es machen würdest. Ein bisschen schade, dass es nicht mehr so gemacht wird. Ja. Das ist nur schade, das ist verschenktes Handwerk. Zumal, also ich mache ja auch Regie und ich habe vor 2 Jahren ungefähr mal einen so einen Roadmovie aufgenommen mit zwei Mädels. Und ich habe die immer zusammen bestellt. Und die haben das genossen, die Kolleginnen. Das war endlich mal so, dass es nicht so take, 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 sondern die konnten sich zuhören, wie es früher mal war. Also es mag für einige furchtbar klingen, wenn man sagt, früher war es mal schön, aber in dem Fall stimmt es wirklich. Also es hat reine Kosten- und Zeitgründe, warum das so gemacht wird. Ja, und Mischungsfragen, also das heißt, jede einzelne Spur wird einzeln gemischt und so. Und wenn man sich dann überlappt, dann haben sie Angst, dass sie dann nicht dazwischen kommen. Und, also es hat, aber es ging ja früher auch und die Synchronisation früher waren nicht schlechter. Was ich interessant finde, apropos alte Synchronisation, du hast in mehreren Filmen Louis de Funès neu eingesprochen. Es gibt neue Synchros, unter anderem von Louis der Geizkragen, die ungekürzte Fassung. Früher war der ja stark gekürzt. Da hat ja der Peter Schiff ihn gesprochen. Und das war diese berühmte Rainer Brandt-Schnodder-Synchro. Und ihr habt es ja werkgetreu gemacht. Ne? Was ist das für ein Gefühl, plötzlich Louis de Funès zum Beispiel zu synchronisieren? Das war mir eine hohe Ehre. Also natürlich, zumal, also
ich den auch als Kind gesehen habe. Und so, ne? Also da verdreht sich ja alles. Ne? Nein, das war schon auch ein Highlight. Und ich bin stolz darauf, weil das können wirklich nur wenige. Und das war großartig, also hat mir großen Spaß gemacht. Und trotzdem, obwohl du es super gemacht hast, ich bin trotzdem irgendwie ein Fan von dieser alten Geizkragen-Synchro, weil ich auch, damit groß geworden bin. Ja, natürlich. Ich bin ja daran gewöhnt. Ne? Und diese Schnodder, das ist ja völlig falsch übersetzt von Rainer Brandt damals. Der hat jetzt ja völlig neue Texte ausgedacht. Ja, mit Rainer haben wir eine ganze Serie gemacht. Die Frasier habe ich mit dem gemacht, ja, mit Rainer. Und dann, natürlich, also da galt kein deutsches Dialogbuch. Also das war immer auf sag mal das, zack, Aufnahme. Ja. So, und ja, das macht's auch aus. Das geht nicht mehr. Es ist so gut wie nicht mehr möglich. Ja, es war aber auch interessant, diese neue Synchro von Geizkragen zu hören, weil es dann eben mal werkgetreu war, wie es tatsächlich im Französischen gesagt wird. Und das fand ich auch interessant. Insofern ist es beides interessant zu gucken. Naja, aber das Temperament war ja dasselbe, oder? Absolut. Ja, das haben die auch keine Kritik. Wunderbar gemacht. Ein würdiger Nachfolger für Peter Schiff. Ist doch schön, einfach beide Fassungen jetzt vorliegen zu haben, ne? Und beide zu kennen. Ja. Ja, genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Große Ehre für uns. Das war's schon. Sehr gerne.